Moin zusammen, ich bin Felix von Forst erklärt und wusstet ihr, dass man im Wald ganz legal Feuer machen darf und auch schlafen? Aber unter welchen Bedingungen, das erkläre ich euch heute mal mit Förster Tim von Landesforsten Rheinland-Pfalz. Guck mal, Alter, ich kann stehen. Guck mal. Doch nicht. Ich habe auch gar keinen Helm auf, ne? Kannst du dann so einen Helm animieren? Können wir mir bitte so einen Helm aufsetzen? Doch, bitte mit Motion Tracking. Computer sagt nein. Mountainbiken und Gravelbiken, das ist so ein richtiges Reizthema für Försterinnen und Förster. Natürlich dürft ihr mit eurem Fahrrad hier einfach über die Waldwege fahren, das ist gar kein Problem. Aber querfeldein durch den Wald, das ist verboten. Ihr könntet da einfach zu viel kaputt machen. Außerdem kriegen die Wildtiere, die da ihre Ruhe suchen, Angst und rennen panisch durch den Wald. Mittlerweile gibt es aber immer mehr offizielle Mountainbike-Trails, wo ihr durch den Wald fahren könnt. Die Störung ist sehr konzentriert auf diese eine Fläche und ihr könnt den Wald immer noch als wunderschöne Kulisse nutzen. Ich gehe ja regelmäßig querfeldein im Wald spazieren und entdecke immer wieder richtig spannende Sachen. Aber darf man eigentlich die Wege verlassen? Klar, in Deutschland gilt ein freies Betretungsrecht. Ein richtiger Luxus, ihr dürft also überall spazieren. Es gibt aber auch einige Einschränkungen, Tim. Ja, zum Beispiel dürft ihr Dickungen nicht betreten, dort könntet ihr kleine Bäume abknicken oder beschädigen. Aber auch liegen dort gerne Wildtiere, die nicht gestört werden wollen. Zum Beispiel in Nationalparks oder in Naturschutzgebieten gilt ein Wegegebot, sprich ihr dürft nicht die Wege verlassen. Ansonsten seid ihr überall gern bei uns im Wald willkommen. Und auch euer Hund ist im Wald eigentlich überall willkommen. Ihr solltet euch aber immer informieren, ob eine Leinenpflicht gilt. In manchen Bundesländern zum Beispiel gibt es gar keine Leinenpflicht. In anderen Bundesländern müsst ihr eure Hunde während der Brut- und Setzzeit anleihen. Und in anderen Bundesländern müsst ihr euren Hund immer im Wald anleihen. Dazu müsst ihr euch auf jeden Fall informieren. Eine Übersicht darüber, wo was gilt, das findet ihr in einem Artikel auf unserer Website. Schaut auf jeden Fall mal rein. Im Wald einfach mal einen Pilz mitnehmen für die Pilzpfanne, das macht doch eigentlich jeder, oder? Aber darf man das eigentlich? Klar, in haushaltsüblichen Mengen darfst du alles an Früchten, Blättern und Pilzen sammeln. Natürlich nur das, was du kennst und was nicht giftig ist. Es gibt natürlich auch Pflanzen, die naturschutzrechtlich geschützt sind, die das natürlich nicht sammeln. Aber generell gilt, nimm nur so viel mit, dass auch wirklich für die Tiere und Pflanzen im Wald noch was übrig bleibt und auch für andere Mitmenschen. Es gibt ja auch die sogenannte 1 aus 20 Regeln. Also wenn hier zum Beispiel 20 Pilze stehen würden, dann sollte man nur einen Pilz davon mitnehmen. Hier zum Beispiel steht jetzt nur ein Pilz, den lasse ich stehen. Vielleicht ist es im nächsten Jahr mehr geworden. Und so richtig sicher, was das hier ist, bin ich mir auch nicht. Oh, nichts ist gemütlicher als so ein schönes Feuer, wenn es richtig kalt und dunkel im Wald wird. Das ist aber leider verboten. Je nach Bundesland ist Feuermachen oder sogar Rauchen ganzjährig im Wald verboten. In anderen Bundesländern gilt das von März bis Oktober. Aber es reicht in unseren immer trockener werdenden Wäldern teilweise ein kleinster Funke aus, um einen riesigen Waldbrand zu entfachen. Das gefährdet Mensch und Natur und deswegen ist es verboten. Es gibt aber auch Ausnahmen. Zum Beispiel kann das zuständige Forstamt Feuer genehmigen oder an festen Feuereinrichtungen, an Grillhütten oder Trekkingplätzen ist es auch erlaubt, unter besonderen Bedingungen natürlich nur. Aber auch hier gilt, wenn es der Wald zu trocken ist, wenn Waldbrandgefahr besteht, ist das Feuer verboten. Mal eine ganze Nacht im Wald verbringen, das ist ein richtiger Kindheitstraum von mir. Aber im Wald darf man leider einfach nicht zelten. Ist deswegen mein Kindheitstraum geplatzt, Tim? Offiziell darfst du im Wald weder campen noch zelten. Jedoch das Bivakieren, also das Auslegen von der Isomatte in einem Schlafsack, ist in Notfällen erlaubt. Sprich, wenn du dich bei der Entfernung verschätzt hast oder schlechtes Wetter dich überrascht hat, kannst du in so Schutzhütten Unterschlupf finden. Perfekt. Und außerdem gibt es immer mehr Trekkingplätze. Da könnt ihr dann zusammen mit eurem Hund zum Beispiel hinwandern und euer Zelt aufbauen. Die Plätze müsst ihr vorher buchen. Ihr dürft dann da aber ganz legal und offiziell zelten. Wo ihr solche Plätze findet, das haben wir euch mal in einem Artikel zusammengefasst und den findet ihr hier unter dem Video. Das waren unsere Antworten auf die häufigsten Fragen rund ums Erholen im Wald. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt die uns gerne in die Kommentare. Wir beantworten die dann im nächsten Video. Wir sagen Danke an Landesforsten Rheinland-Pfalz und Tim für seine Expertise und sagen bis bald im Wald. Ist sie einfach stehen geblieben, die Alte? Was ist denn?
ziemlich warm, Alter. Ich schwitze schon ziemlich hier im T-Shirt und so.